herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute von TZ Romy aus seinem eigenen Blog, auf seiner eigenen Seite. Link natürlich in der Beschreibung. Zeige ich euch sein Trailer-Paket, was er jetzt geupdatet hat für die Version 1.40. Was ist alles mit dabei? Gucken wir mal kurz drüber. Wir fliegen mal, das ist nämlich ein Haufen Gedöns. Also wir haben hier einen Kühler, drei Achsen, auch hier ein bisschen so low. Haufen Skins mit dabei, die auch mittlerweile sehr gut sind. Wir hatten früher da Skin-Pakete, aber die natürlich nicht so der Hit waren von der Skin-Qualität, aber das ist jetzt hier nun besser geworden. Seitenverkleidung gibt es dann hier auch mit Positionsleuchten, ne? Finde ich gut, schön aerodynamisch und so. Hier habt ihr dann so mit Überlänge so ein bisschen gedöhnt und dann natürlich noch Schmutzfänger. Kann man gut gebrauchen und glaube ich sieht auch dann ganz fresh aus. Ich werde jetzt hier mal einfach, ich hänge bloß mal einen Lastfunk sporadisch dran. Hier vorne kann man noch die Kühlaggregate ändern, wenn man das möchte. Ne? Und ansonsten, ich mache mal kurz das Licht an, aber das sieht man natürlich jetzt hier nicht. Wir werden uns dann einfach später mal einen Trailer rausfischen, weil bei jedem Trailer jetzt hier eine Lichtvorstellung zu machen, da hapert es dann. Dann dauert die Modvorstellung 3 Stunden und das wollen wir ja auch nicht. Ne? Ihr wollt ja schließlich spielen und gucken, was es da gibt. Und deshalb switchen wir einfach mal durch. Jetzt gibt es noch den Schmitz. Gibt es verschiedene Varianten hier. Einmal einen Rigid-Trailer bzw. eine BDF-Variante hier als Kühler mit Kühlaggregat oder mit Seitenwänden. 2 Achsen, eines geliftet. Gibt es natürlich dann auch mit ein bisschen Skins und Gedöns. Hier dann, wie schon gesagt, mit Palettenkasten, Seitenschutz, Unterfahrschutz. Hier noch Lampen positioniert. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Könnt ihr dann raussuchen. Genauso wie Ersatzreifen, Palettenkasten und Staufach. Dann hier auch nochmal mit Slots, die immer noch nicht gehen. Ich weiß immer noch nicht, welche Sachen da hinterlegt sind von der Definition. Müsste man mal abwarten, was da noch so kommt. Ansonsten sind hier die ganzen Anbauparts, hier sind alle von SCS übernommen worden. Finde ich soweit ganz gut hier, die Heckstoßstangen und so. Passt, oder? Jo. Gehen wir über oder gehen wir weiter zum Folding Wall. Also ist im Prinzip der gleiche. Nur halt in groß, wenn man es mal so sagt. Ne? Also auch wieder mit Kühlaggregat. Mit sowas fährt man zum Beispiel gern Aluminiumteile. Als Beispiel, das was man so gehört hat. Dann gibt es hier natürlich verschiedene Lampenvariationen. Hier auch wieder mit Palettenkasten, Ersatzreifen und alles was so dazugehört. Auch hier die Slots, die leider immer noch nicht gehen. Scheibenkleister. Und dann hier Schmutzlappen. Das mal zu dem. Dann gehen wir wieder raus. Ihr seht, wir switchen einfach mal ein bisschen so drüber. Ne? Dann der SPL, ach ist der Bock, wo ist einfach der Trailer hier mit Plane. So, da ist er, SPR 24, genau, da ist er. Also den finde ich ganz gut, auch hier mit Lenkachse, wenn man das möchte. Wenn man es möchte. Ansonsten x verschiedene Skins mit dabei. Damit kann man auf alle Fälle was anfangen, glaube ich zumindest. Die auch, mit denen man bestimmt auch viel anfangen kann. Aber da müsst ihr euch dann selber ein bisschen durchfriemeln, was euch hier passt. Ansonsten mehr Positionsleuchten, Seitenverkleidung habt ihr soweit gesehen. Auch hier mit Feuerlöschern noch dazu, wenn man das möchte. Oder Staukasten, müsst ihr dann schauen hier. Ansonsten, die klicke ich jetzt gar nicht mehr an hier, die Positionsleuchten, weil sie eh nicht gehen. Aber den Trailer finde ich ganz gut. Der sieht schon mal gar nicht so schlecht aus hier. Ach, hier vorne gibt es natürlich noch Leiter, Feuerlöscher und Leiter. Leiter brauchen wir auf alle Fälle. Warum? Weil du musst ja diese ganze Kabel durchfriemeln, Kabel sage ich schon, die Schnur hier durchfriemeln, wenn ihr dann vielleicht hier noch eine Zollschnur habt, auch noch, also das ist gar nicht so ohne, da brauchst du auf alle Fälle eine Leiter hier. Das mal so zum Plantrailer. Dann gehen wir über zum, guck mal, was hier noch alles hinterlegt ist, also ihr seht, nimmt euch ein bisschen Zeit mit hier. Das war also Schmitz, jetzt kommt der Lambert, gibt es auch noch hier S-Future 2, also Truckenkoffer und natürlich Kühlaggregat. Verschiedene Skins mit dabei, da könnt ihr dann hier euch was raussuchen. Auch Kühlaggregate gibt es hier verschiedene, sowie Lichtvariationen, Palettenkasten oder. Gleiche Spektakel wie immer. Palettenkasten, Ersatzreifen, Feuerlöscher, Wassertank. Das ist dann alles hier so SCS-Sachen, was aber auch gut ist. Winterweise-Ding, also den kannst du weglassen. Ich habe noch nie so ein Winterweise gesehen. Was machst du, wenn du rückwärts an der Rampe fährst? Schiebst du über den Haufen oder klappst du ihn ein? Keine Ahnung. So, dann die Rückleuchten Standard, dann Standardversion 2 und Standardversion 3. Und natürlich ein Schmutzfänger dazu. Den finde ich ganz schick, den Trailer, der sieht wirklich gut aus. Der macht richtig Laune, glaube ich. Der sieht richtig gut aus. Und hier sieht man auch sogar ein bisschen die Lampen leuchten hier, ne? Ja, gut, die gefallen. Der sieht wirklich gut aus. Der gefällt mir.
den kann man arbeiten. Das mal so zum Kühler. Gehen wir nun weiter von Lambert zu Schwarzmüller. Da gibt es dann zwei verschiedene. Einmal den Alu-Zistern. Gibt es bestimmt dann auch wieder mit Skins. Anal, alles super. Feuerlöscher. Das hat keiner gehört, ne? Das schneiden wir am Schluss raus. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Palettenbox, Chrom, lackiert. Dann hier noch Boxen, Standardboxen, hast nicht gesehen, Feuerlöscher. Ah, die Box finde ich aber gut hier. Guck mal, wie schön groß die ist. Da bringst du Zeug rein. Hier noch Schmutzfänger und dann hier noch verschiedene Rückleuchten, die ich eigentlich auch ganz gut finde. Sogar der Lichttest funktioniert. Guck mal, hier das sieht man sogar die Lampen ein bisschen. Da haben wir nämlich hier die Standard WQ2 Lampen, die LED-Lampen. Kann hier noch was dran bauen. Dann haben wir hier noch die Exklusiv, diese und ja. Aber die finde ich gar nicht so schlecht hier. Die sieht ja ganz gut aus, finde ich, oder? Damit kann man arbeiten hier auch. Toll. So ein typischer Tanklaster hier, ne? So Renault-Bude hier und dann so ein Ding dran. Passt. Also das könnt ihr auch nutzen. Dann geht's weiter zum Jumbo-Trailer. Drei Achsen, sogar mit vier Achsen. Eine davon ist geliftet. Ihr müsst natürlich den passenden Reifen raussuchen, beziehungsweise anpassen. Der ist hier mit dabei. Da braucht er den kleinen. Irgendwo ist er versteckt. Müsst ihr halt dann mal schauen. Ansonsten habt ihr hier noch Warntafeln bzw. Tafeln für die Überbreite. Die seht ihr hier. Also ja, auch mit. Die leuchten jetzt natürlich nicht. Die kann ich jetzt auch nicht aufleuchten lassen, weil ich jetzt hier keine Rundumleuchten habe. Aber theoretisch leuchten die dann mit Feuerlöscher. Dann hier noch Werkzeugkoffer, Werkzeugkassen. So sieht's aus. Habe ich auch nur so noch nie gesehen. Ich weiß nicht, irgendwie ziehe ich die nie. Kostet alles wahrscheinlich Geld. Braucht kein Mensch. Ja, ach, hier ist die Rundumleuchte. Guck an. Warum leuchten die dann die anderen nicht? Verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Egal. Hier noch ein Feuerlöscher unten drin, wenn man das braucht. Hier noch ein Schmutzfänger. Lampen gibt es verschiedene. Da lassen wir die aber. Minderweise lasse ich weg. Und die Slots, ja, die lassen wir auch weg. Aber cool, dass, wie gesagt, der Jumbo-Trailer auch wieder geht. Wurde auch schon oftmals angefragt. Weißt du, wann der Jumbo-Trailer kommt? Nein, weiß ich nicht. Aber da ist er. So, dann hier auch geht es weiter mit dem Trailer, mit dem Zistern-Trailer, mit dem Chrom-Tank-Trailer, gibt es auch in Paint. Den finde ich gut. Warum finde ich den gut? Weil die lauter so schöne Positionsleuchten an der Seite sind. Die sehen dann ganz schick aus. Auch das ist animiert hier. Die Leiter, so wie hier oben der Steg, die gehen dann runter, sobald ihr den Motor startet, beziehungsweise den Trailer ankuppelt. Drei Achsen, eine geliftet, verschiedene Skins mit an Bord. Da könnt ihr dann dementsprechend hier ein bisschen was basteln auch. Anhand hinten wieder Stoßstange bzw. Schmutzfänger, Lampen, wenn ihr wollt, die finde ich eigentlich ganz schön hier, wieder Palettenkasten dazu, lackiert, exklusiv, finde ich die Plastikdinger gar nicht so schlecht, die sehen gut aus, die gefallen mir. Ja. Ach, leuchten, klar, ach ja, hier ist es genau, schwarz oder chrom finde ich gut. Ansonsten hier noch Unterlegkeile. Ach guck mal, hier kannst du sogar Lampen bauen. Guck an. Kann man noch ein bisschen was anbauen. Feuerlöscher, Box. Ja, da müsst ihr euch da ein bisschen durchfriemeln, was euch hier gefällt. Ansonsten hier noch die Feuerlöscher. Weil wenn die Kiste brennt, dann würde ich nicht Feuerlöscher holen, sondern ich würde laufen. Also vorausgesetzt, also wenn ihr, vor allem wenn ihr hier irgendwie so Gefahrgut oder so gelandet habt, ne, da braucht ihr nicht mehr Feuerlöscher. Finde ich sowieso ein Schwachsinn. Weil wenn die Kiste brennt, wer holt dich dann Feuerlöscher? Alter, dann fange ich an zu laufen, ey. Dann nehme ich die Füße in den Arm und auf Wiedersehen. Aber okay. Muss halt so sein, Vorschrift. Dann gehen wir über Schwarzmüller. Was haben wir denn jetzt hier noch? Schwarzmüller? Haben wir schon gehabt. Wilton? Haben wir schon gehabt. Chrom-Trailer. Jetzt kommt Bodex. Bodex ist Schubboden. Schubboden ist, glaube ich, klar, oder? Ja, ne? Schubboden ist klar. Wollen wir nicht erklären. Da gibt es hier noch verschiedene Skins dazu. Vorne auch mit Feuerlöscher und Werkzeugkasten. Hier die mit Leiter versehen. Hier find ich, die finde ich ganz gut. Das ist hier ein bisschen individuell. Das Palettenkasten brauchst du natürlich nicht. Leiter ist immer gut. Lampen auch zusätzliche da, sowie auch hier nochmal ein Schutz hinten, finde ich auch gut. Am besten noch mit Feuerlöscher. Ihr wisst ja, wenn es brennt, löschen. Quatsch, davonlaufen. Hier so Gummidinger, die finde ich auch gut, wenn du an die Rampe fährst. Auch hier mit Warntafel bei Abfall oder so. Kann man gut gebrauchen. Oder beziehungsweise muss man dann aufklappen. Und dann haben wir hier noch den Schmutzfänger. Also auch ein sehr schöner Trailer, der Bodex. Hat was. Damit kann man auch schöne Touren fahren. Dann Kögel. Bei Kögel haben wir wieder zwei verschiedene. Einmal den Curtainsider. Auch hier, das ist sogar der Max Cargo. Das ist der, ist dann hier der große, ne? Der Jumbo. Drei Gitterboxen, ne? Gibt es dann auch hier als. Genau, weißt du Bescheid. Plan-Trailer bzw. mit Skins.
Da haben wir hier, das finde ich jetzt sehr schön, wir haben hier eine Zollschnur, ne? Die sieht da hier, die ist ja eingespannt. Und wenn er die anmacht, dann ist sie hier dann durchgespannt. Ne? Die Zollschnur brauchst du vor allen Dingen nach, lass mich kurz überlegen, Skandinavien. Ja, ne? Wenn du Skandinavien mit der Fähre fährst, glaube ich, brauchst du Zollschnur. Ne? So Dänemark oder so. Nicht Dänemark, Quatsch. Alles, was Skandinavien ist, so Schweden und so Zeug. Ne? Alles, was glaub ich, mit Fähre ist, oder? Brauchst du Zollschnur, oder? Wie war das? Ich glaube schon, ne? Irgendwie so. Auf alle Fälle habt ihr noch die Feuerlöscher, dann Feuerlöscher mit und natürlich dann auch hier mit Zollschnur dabei oder halt den Werkzeugkasten. Aber Zollschnur ist gut, sieht auch schön aus. Falls ich jetzt falsch war, dann dürft ihr mich gerne korrigieren mit der Zollschnur. Ich glaube, bei alles, was so ganz weit im Osten liegt auf der Karte, da glaube ich, brauche ich noch Zollschnur. So wie mit Fähre, glaube ich. Ne? Bei Fähre brauche ich auch eine Zollschnur. Ne? Genau, irgendwie so war das. Ich habe es auch nicht mehr so ganz genau im Ding, aber ich glaube, da war es. Ihr könnt mich ja korrigieren, wenn es ist. Ansonsten Wassertank oder. Ja, auch wieder, das finde ich immer gut. Hier diese, Gumminüppel hier, die Gummipuffer für die Rampe, die finde ich immer ganz gut. Die gefallen mir auch sehr gut. Dann habt ihr hier wieder die, warte mal, ich habe da noch so eine Bühne mit dabei, wenn ihr wollt. Ihr müsst nicht, könnt ihr. Ansonsten hier noch die Standard, Stoßstangen halt hier. Den finde ich auch richtig gut hier, den Trailer. Der macht richtig, der richtig Bock, ne? Kommt zwar da Ding ein bisschen mau rüber hier, der Renault, aber ist ja nur zum Test, ist ja egal. Aber auch hier schicker Trailer. Ich glaube, den werde ich mal kaufen. Den finde ich gut. Bestätigen. Den kaufe ich mir jetzt gleich mal. Ja, den bestimmt kaufen. Den kaufen wir gleich mal in die Garage setzen hier. Und da machen wir schon weiter. So, dann der Multi Flatbeat. Hallo, Flatbeat. Wo ist er denn? Verdammt, raus hier. Wo ist er denn? Ausführung ändern. Ja, jetzt. Der Flatbeat. Geht es gleich mal weiter. Den gibt es auch in verschiedenen Variationen. Einmal hier mit Flachstrecke, da könnt ihr dann hier ganz normal verschiedene Sachen fahren, wo dann auch von der Definition, die passen übrigens alle, habe ich schon mal so ein bisschen drüber gekürzt. Ganz normal halt Sachen fahren, weiß ich nicht, wie Heuballen oder so ein Geschmodder. Hier habt ihr dann schon die Seitenwände, die finde ich gar nicht so schlecht und da habt ihr nämlich hier so einen schönen Kögel-Skin dazu und den finde ich sehr, sehr klasse, Kögel-Multi, der passt richtig gut dazu, ja, der macht richtig Laune, also da ja, hat schon was, ne? Und hinten dann noch den Kran dazu. Guck. Dann hast du hier noch so einen Kranaufbau dazu. Das sieht dann richtig stark aus. Ne? Hinten vielleicht noch eine Lenkachse dazu. Dann beim Ausscheren, gerade mit dem Kran, macht Sinn. Ihr habt hier natürlich noch Cover oder hier eine Leuchte, die ihr natürlich nutzen müsst. Oder hier diese Positionsleuchte. Das müsst ihr euch selber entscheiden, was ihr wollt. Ansonsten hier noch verschiedene Lampen und dann noch den Schmutzfänger dazu. Aber das ja, kann man gut gebrauchen. Ansonsten unten dann noch die ganzen Sachen. Feuerlöscher, hast du nicht gesehen. Kügel, hier sind auch noch ein paar Slots, sind leider grau bei mir, warum auch immer. Ich habe gesagt, da fehlt noch ein bisschen was, aber okay. So, ansonsten hier noch Reserverad, Palettenkasten, exklusiv. Hier vorne gehen sie die Slots, ne? Hin gehen sie nicht, so eine Scheiße. Aber okay. Und hier vorne dann natürlich noch Leiter. Eine Leiter kann man auch immer gebrauchen, gerade bei so Bordwand und so. Hier, wenn du irgendwie Gurte spannen musst oder so ein Zeug, da finde ich sowas absolut richtig. Also auch das hier ein sehr schicker Trailer. Kann man auch gut gebrauchen. Kann man alles gebrauchen, ne? Alles den Drehtrailer. Guck mal, ich hab ein komplettes Paket hier. Was will man mehr? Das haben wir. Alles mal durchklicken hier. Den Sommertrailer. Sommer, da nehme ich jetzt bloß einmal. Ich nehme bloß mal den 20 Fuß, weil ich glaube, den kann man hier nochmal abändern. Das ist für die Container. Genau, da haben wir es nochmal hier. Da haben wir nämlich den 30 Fuß. Ich habe noch nie einen 30 Fuß Container gesehen. Ich kenne bloß 20 Fuß und den 40 Fuß. Ich habe noch nie einen 30 Fuß Container gesehen. Aber okay. Und ich habe schon viel Container früher. Viel Container verladen, ob 20 oder 40 Fuß Bockwurst, aber ein 30 habe ich noch nie gesehen. Ich kenne die 45 Fuß, kenne ich auch noch, aber den anderen kenne ich gar nicht. Hier dann haben wir 40 Fuß, klar, und den 2x20 Fuß, da kommen zwei kleine drauf, auch logisch, ne? Da hat man hier noch die Achsvariation dazu hier, ne? Beziehungsweise dann hier noch mal diese Nippel dazu. Da Skin gibt es hier keinen, da könnt ihr die Farbe ändern. Hinten habt ihr noch die Möglichkeit hier abzuändern der Lampen, da würde ich aber die Originalen lassen, ne? Hier vielleicht noch eine Positionsleuchte dran. Why not? Hier noch ein Schutz dazu. Kann man auch gebrauchen. Positionsleuchten sind da. Und das war es im Prinzip von dem hier. Ne? Aber nicht schlecht. Dann geht es weiter von Kügel, Sommer. Dann sind wir bei Van Hool. Van Hool ist auch nochmal so ein Food-Zistern. Also hier für Milch und so Zeug. Alles, was essbar ist, gibt es auch in Paint. Und da finde ich auch die Textur schon mal sehr schön hier. Mit den Streifen. Ne? So typische Wasserstreifen, die man hat. Kenne ich vom Wohnmobil. Da kenne ich die hässlichen Streifen auch, die gehen mir voll auf den Sack. Muss ich ständig wegpolieren, die Kacke, wenn es regnet und du fährst, da sind immer die doofen Wasserstreifen dran, aber egal.
So, chrom lackiert, Plaste, warum immer. Da wo die Rohre halt drin sind, finde ich die Plaste gar nicht so schlecht. Ansonsten auch hier Verkleidung, Palettenkasten macht ja keinen Sinn, da brauchst du einfach bloß so eine Box einfach dazu, ne, wo man ein paar Sachen drin hat, die man halt einfach so braucht. Ersatzreifen ist okay, oder Unterlegkeile sind noch okay hier, ja, Feuerlöscher, wenn die Milch brennt, kannst du höchstens warme Milch trinken, keine Ahnung, aber der ist auch nicht schlecht hier, der Trailer, und das ist auch, animiert hier oben, die Leiter geht dann hoch, so wie oben, der Laufsteg hier, die, na, wie heißt es? Ich komme gerade nicht drauf auf den Namen. Das geht dann auch runter. Also auch ein sehr toller Trailer hier, dieser Van Hool Trailer. Dann gehen wir weiter zum Langendorf. Da ist er, ein Glas-Trailer. Muss ich ganz ehrlich gestehen, ich wusste am Anfang nicht, was das überhaupt sein soll. Aber hier kannst du praktisch aufmachen, dann kannst du praktisch Glas fahren damit. Ne? Also dann fährst du praktisch irgendwie drunter oder so. Wusste ich vorher nicht. Ich habe ihn ab und zu mal gesehen, aber ich wusste nicht genau, was das sein soll. Ne? Oh, okay. Man lernt nie aus. Wenn du damit nichts zu tun hast, soll es noch drauf kommen. So, dann, aber das ist dann einfach eine richtige Hardcore-Bude, oder? Wenn man sich den anschaut, richtiger Flanken, richtiger Brocken. Aber okay, Feuerlöscher. Das ist dann hier vorne hinterlegt, hier, ne? Feuerlöscher. Hier habt ihr noch Positionslicht, aber das ist klar. Dann habt ihr hier noch, das verstehe ich noch nicht so ganz. Das hat bei mir noch nie geleuchtet hier, glaube ich, das Zeug. Hier habe ich Positionslichten, da. Aber was das für Lampen sein soll, ich weiß nicht, ob es die in echt gibt. Keine Ahnung. Ich weiß, dass die hier rot leuchten. Bam, 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 bam. Das sehe ich auch gut. Aber okay. Lampen sind da. Und hier dann noch die passenden Schmutzfänger. Also da müsst ihr euch dann hier auch mal so. Also ein cooler Trailer, der gefällt mir. Ich mache mir hier nochmal kurz was weg, weil hier ist nochmal so ein Slot. Ah ja, gut. Feuerlöscher oder Werkzeugkasten. Das zu dem Glastrailer und dann geht eigentlich noch weiter. Dann haben wir noch eine Krone. Dann haben wir noch einen Kühler bzw. einen Trockenfrachkoffer. Müsst ihr euch dann. Ach nee. Nee. Nee, ist ein Trockenfrachkoffer. Genau, mit Lenkachse. Skins, Schenker oder. Alles, was dazugehört. Ah, doch. Nee, doch nicht. Ist ein Trockenfrachkoffer, ja, genau. Werkzeugkasten, Feuerlöscher. Verschiedene Lampen, Staukasten, hast du nicht gesehen. Alles hier mit dabei, so wie hinten auch Feuerlöscher, Ersatzreifen oder, was ihr halt so braucht. Die kriege ich jetzt nicht, aber die nicht gehen. Winterweiser lasse ich weg, weil er hässlich ist. Dann haben wir hier die Standardlampen. Krone, guck mal hier, Krone. Scheiße, auch eine Krone. Standardlampen, diese. Das sind viele Lampen. Oder dann unten hier nochmal, dieser Aufbau hier. Aber es war komisch, dass ich hier keinen Kühler machen kann. Ich hätte gedacht, das ist ein Kühler. Refri, wie heißt es? Refri Fritschit ist doch ein Kühler, Kühltrailer, oder? Ist doch hier kein. Okay. Ich kann mich auch mal täuschen. So. Also das mal zu den Standalone-Trailern hier, ne? Dass ihr da Bescheid wisst, dass, was hier alles mit dabei ist. Ist wirklich eine ganze Menge. Ja, das waren jetzt mal so die Standalone-Trailer. Es gibt aber noch im Aufliegermarkt. Das heißt, hier sind auch noch ganz viele Trailer enthalten. Ich will noch mal kurz durchswitchen, was hier alles noch so enthalten ist. Warte mal. Kurz gucken. Nee, das nicht. Ich klicke mal kurz durch, dass ihr seht, was hier noch alles so mit enthalten. Da kann ich euch mal kurz einen Einblick geben, was hier noch so mit dabei ist. Ich muss bloß nochmal schauen, wo die dann hinterlegt sind. Hier diese TZ-Trailer. Das ist alles noch SCS hier. Irgendwo sind sie dann noch hinterlegt. Hier hinter Cooler. Den haben wir schon gesehen. Ich war ja auch müde hier. Standalone war klar, gibt es aber auch in ganz normalen Frachtmarkt. Also, ihr müsst ihr das nicht so nutzen. Auch der hier, genauso wie der Auflieger für Autos. Da weiß ich bloß nicht, was hinterlegt ist. Da sind noch verschiedene Autofarben. Ihr habt dann noch Hyundai, ich weiß nicht, was das für Kisten sind. Also, verschiedene Autos gibt es dann hier auch. Oh, das sieht komisch aus. Das sind die neuen Seat, ne? Die neuen Seat-Autos. Sieht ganz schön kaputt aus. Also, das muss vielleicht mal gefixt werden hier. Sieht komisch aus. Aber es waren die neuen Seat, also auch leer kannst du auch fahren, ne? Also der Autotransport ist nämlich auch mit dabei, aber nur für die normalen Aufträge, nicht für den Standalone. Genauso wie hier den Zement-Trailer, den ich eigentlich sehr, sehr schön finde. Da sind, glaube ich, sogar ein paar Skins dabei. Also den findet ihr dann irgendwo, aber finde ich auf alle Fälle auch ganz schick, auch hier animiert. Verstehe ich nicht, warum der nicht gekommen ist als Standalone. Dann genauso wie der hier, dieser Zement-Trailer nochmal. Den finde ich auch ganz schick, gibt es auch mit verschiedenen Skins. So, da könnt ihr auch da nochmal gucken. Den haben wir schon gesehen.
Den Krone-Kühler, glaube ich, haben wir nicht gesehen. Oder ich glaube, den haben wir nicht gesehen. Bin mir gerade nicht sicher. Es sind so viele Trailer dabei, das ist Wahnsinn. Also es ist wirklich ganz, ganz viel. Aber ich will euch einfach nur mal zeigen. Ah, genau, hier sind wir sie mit der Bordwand und dann konnte hier diese Säcke fahren. Die sind zwar leider nicht gesichert, das finde ich mal ein bisschen schwach. Weil normal gehört ein Gurt. Na okay, so Säcke kannst du gar nicht sichern, weil mit Gurt was passiert mit der Zeit beim Fahren. Gurte lösen sich bei so einem Sack. Bei so einem Sack, den kannst du höchstens vielleicht beim Kofferaufbau fahren oder so. Das ist irgendwie schwer zu sichern, das Zeug. Keine Ahnung, müsstest du jede 20 Kilometer stehen bleiben und nochmal nachgurten. Dann auch hier diese Variante, die Gigaliner-Variante, haben wir auch mit dabei. Auch dann natürlich mit Skins, das sieht dann natürlich sehr schön aus. Hier seht ihr selber. Das sieht richtig cool aus, das funktioniert. Das haben wir schon gesehen, den haben wir gesehen, den haben wir gesehen, den haben wir gesehen. Den Sommertrailer haben wir auch gesehen. Da sieht ihr übrigens hier nochmal die, die aufbaut, ne? 2x20, 20, aber 30 Fuß gibt es ja auch nicht, ne? Nee. Komisch. Nee. Kurios. Warum auch immer. Und da habt ihr natürlich dann auch die Skins. Achso, die Skins sind vom Chassis. Aber die Trailer sind dann mit dabei, beziehungsweise dann die Büchsen dazu. Dann gucken wir mal weiter. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich muss mal hier. Den Milchtrailer haben wir schon, ne? Ja, ne? Der war auch der Haufen mit dabei. Voll krumm. Aber nee, der war nicht mit dabei. Das ist ganz normal Auftragstrailer. Den auch haben wir schon gesehen. Dann der Holztrailer ist ganz normal Auftrag. Da könnt ihr nicht nur Holzstämme fahren, sondern auch die ganz normalen runden Rohrleitungen. Den finde ich auch noch gut. Finde ich auch immer noch schade, dass der nicht standalone ist. Den würde ich nämlich auch mega finden. Diesen Nyklon-Trailer gibt es dann auch mit Erz und hast du gesehen. Oder halt dann auch Leerfahrt, logisch. Vielleicht gibt es auch in verschiedenen Farben, genau. Finde ich sehr schade, dass den nicht in standalone gibt. Ich hoffe, TZ macht den irgendwann mal noch. Den würde ich nämlich echt cool finden. Genauso wie den Trailer, den Jumbo-Trailer, aber als Low-Bed-Trailer finde ich auch ganz stark. Da kann man auf Glasscheiben und so anders Zeug fahren. Dann hat auch dann hier noch die Bordwand oben. Finde ich auch ganz gut. Ja. Den haben wir schon gesehen, den SR2 auch. Ich glaube, da müssten wir soweit durch sein jetzt hier. Ne? Ja, sieht glaube ich so schwer danach aus. Ich gucke nochmal kurz durch den Schmitz-Trailer, der ist noch mit dabei, aber den hatten wir glaube ich schon. Bodex, den hier. Ja, ich glaube, jetzt müssen wir durch sein. Ja. Ja, genau. Jetzt sind wir erstmal durch. So, starten wir mal los mit dem, in dem Fall jetzt hier, Kögeltrailer aus dem TZ-Paket. Und ich finde den Trailer richtig gut. Sieht auch ganz schön aus. Leuchtet. Da funktioniert natürlich auch alles. Immer noch. Ja, passt schon. Läuft. Aber das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Also, kurzes Fazit, ihr habt glaube ich soweit alles gesehen, ist ein Haufen Zeug dabei gewesen, von Standalone bis ganz normale Fracht, Frachttrailer ist hier alles mit dabei, ihr habt hier den kompletten Frachtmarkt voll geballert mit diesem TZ-Paket und meines Wissens müssten die auch noch im AI-Verkehr rumfahren. Wir können mal kurz gucken hier, oder war das noch, oder ist es noch, oder ist es immer noch so, ich bleibe jetzt hier einfach mal, ja, nee, den nicht, der auch nicht, doch da ist er. Nee, auch nicht. Nee. Nee, immer noch nicht. Hinter mir auch nicht. Also da muss man mal die Augen aufhalten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Früher gab es mal eine extra Datei dafür, dass der im AI, dass die im AI-Verkehr rumschüsseln. Müsste man vielleicht nochmal in der Definition nachschauen. Ansonsten, glaube ich, habt ihr soweit alles gesehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Trailer das insgesamt sind. Auf alle Fälle ganz, ganz, ganz viele. Ich finde es gut, das Paket macht richtig Laune auf mehr und ja, ich glaube, ihr werdet eine Menge Spaß damit haben. Falls ihr noch Fragen dazu habt, dann dürft ihr es gerne machen, einfach kommentieren. Ansonsten will man ein Däumchen da lassen, Abo auf den Kanal, nicht vergessen, die Glocke drücken und dann wünsche ich viel, viel Spaß mit dem TZ-Trailer-Paket für die Version 1.40 oder für die Version 1.40, genau. In diesem Sinne, also gute Fahrt, macht's gut, bis bald und adios.